Die sind stärker als ich dachte. Ja. Cool. Okay. Gut, er ignoriert uns einfach. Passt schon. Ist nicht so wild. Ah, ich habe ja noch einen Zellschlüssel. Geheime Schlüssel erhalten. Für was auch immer ich denn jetzt brauche. Aber, okay, schauen wir mal hier entlang. Was passiert, was ist hier Schönes? Abgeschlossen. Ja, ich weiß. Seltsam, der geheime Schlüssel passt hier nicht. Okay, gut. Muss ich mich halt umschauen. Ich will an diese Kiste ran. Da ist bestimmt irgendwas Cooles drin. Oder nichts, so wie ich Chris kenne. Ach ja. Die Stelle hier drin gefällt mir sehr, sehr gut. Es ist nicht unbedingt was unmenschlich Schweres. Man muss ein bisschen suchen. Und man kann schön kämpfen. Ja, hallo. Na? Nur einer! Ach Gott. Wieso waren da zwei? Okay. Naja. Aus einem macht zwei. Die können Shadow Clones. Schattendoppelgänger, wie es auf Deutsch so schön heißt. Kagebunshin no Jutsu. So, ja. Achso, da unten war der zweite. Okay. Na, dann schauen wir uns mal die Wege hier an. Nein, noch nicht. Ich heile erst nach dem Kampf. Ja, ich bin hier die Verräterin. Hallo? Verräterin Erika zur Stelle. So, macht den ersten schnell platt. Am besten noch bevor der... Okay, gut. Hat sich erledigt mit bevor der was machen kann. Oh Gott, Marlene. Überlebt das jetzt erstmal. Ich heile dich erst danach. Gut. Erika hat das alles rausgerettet. Und einen Zellenschlüssel. Yay. Gegenstände, Heiltrank. Erstmal das und Marlene natürlich. So. Dann befreien wir dich auch mal. Hallo. Wie können diese Rübel eine so alte Dame so schlecht behandeln? Eine Unverschämtheit. Ja, du hättest dich auch bedanken können, dass du uns dass wir dich retten. Aber ist okay. Muss ja nicht unbedingt so sein, dass es dir gefällt, dass du frei bist. Ah. Da ist schon mal das Tor. Da gehe ich noch nicht hin. Ich gehe erst da unten lang. Was ist hier? Ah, das ist eine Kiste. Das ist eine Kiste. Ich will da hin. Macht sie auf! So. Besiegen wir die mal ganz kurz. Oh Gott. Marlene kriegt echt gut auf den Sack. Ich brauche Rüstung für sie, eindeutig. Und vielleicht ein paar Level. Ein Zellenschlüssel. Dich befreien wir auch, kleines Mädchen. Ey, die nehmen ja wirklich alle als Gefangene. Und es gibt doch noch Hoffnung. Metallschiene erhalten. Gleich mal Marlene geben. Physische Verteidigung kriegt sie 8 Stück dazu. Und Magieverteidigung kriegt sie auch ein gutes Stück. Was ist denn das? Ja. 18. Mein Gott. Habe ich jetzt lange gebraucht zu dem Rechnen. So. Halt. Gegenstände. Ein Heiltrank. Ein Heiltrank. Was haben wir an Geld? 2100. Die Dinger kosten 1200. Ich bräuchte also 2400. Aber ich habe nicht so viel. Besiegen wir euch noch? Vielleicht, wenn ich die alten Sachen noch verkaufe. Dann könnte es gut gehen. Los, Marlene! Greif sie an! Und Erika! Mach mit! Und Lia, du auch! Und Marlene! Und wow! Synchron angreifen, oder was? Eine neue Sportart. Ja, okay. Arme Lia kriegt auf den Sack. Auf den imaginären Sack, natürlich. Und eine Schmirgelklinge? Wer kriegt denn die? Ausrüstung?
Schön. Die Schmirgelklinge gibt physische Verteidigung? Warum gibt die bitte physische Verteidigung? Aber, okay. Schön. Seltsam, der Zellenschlüssel passt hier nicht. Vielleicht passt hier der Geheimschlüssel. Ja, natürlich passt der. Okay, aber ich werde jetzt zuerst zurückgehen und Erika den Langbogen kaufen. Denn das wäre praktisch. Und dann kaufe ich mir von dem Rest kaufe ich mir noch Heiltränke. So. Gehe ich nochmal kurz schlafen und dann gehe ich den Geheimgang runter. Wie war jetzt der Weg? Ich bin gerade überlegen. Ah ja, genau, hier nach oben. Gut. Ich weiß schon, wie es lang geht. Ja, die die langen Laufwege. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich großartig sagen soll. Ist ja auch Gott sei Dank schon zu Ende. Ein Langbogen für Erika. Die Metallklinge wird noch ein bisschen mehr geben. 13 Angriffs mehr, dafür weniger Verteidigung. Ich bin jetzt gerade echt am Überlegen. Erstmal ausrüsten. Den Langbogen. So, jetzt kann ich ein bisschen was verkaufen. Hier. Den kann ich verkaufen. Das Kurzschwert kann ich auf jeden Fall verkaufen. Den Holzpanzer braucht auch keiner mehr. Und den Stahlhammer? Braucht irgendjemand einen Hammer? Ich lasse ihn mal drin. Was mache ich jetzt? Schmirgelklinge, 13 Angriff. Das ist schon echt eine Menge. Ich glaube, ich kaufe ja die Metallklinge. Vom Rest kaufe ich noch Heiltränke. Ich habe gesagt, vom Rest kaufe ich Heiltränke. Ja, ja. Danke. Und passt. So. Gut. Ich muss jetzt erstmal einen Schluck trinken in der Zeit, wo ich hier runterlaufe. Oh, damit meine Stimme mitmacht. Und wir gehen mal hier hoch. Denn, was ist hier? Hier öffnet sich was. War vielleicht jetzt nicht so schlau, hier den Zellenschlüssel zu verwenden. Okay, vielleicht muss ich dann... Da muss ich dann bestimmt hin, wenn ich den Schalter aktiviert habe. Wetten? Ja, ruhen wir uns nochmal kurz aus. Und dann geht's in Richtung geheimes Tor. Oder was auch immer das sein wird. Ja, mal gucken. Da findet sich schon ein bisschen was, ne? So. Und ich sehe gerade, wir nehmen schon über 38 Minuten auf. Das ist natürlich schon wieder eine schöne Zeit. Aber mir macht es gerade so viel Spaß. Ich werde heute auch sehr viel weiter noch aufnehmen. Ich glaube, es war der mittlere Gang. Wenn ich mich nicht irre, müsste es... Ja, genau, hier sein. Passt. Da liegen auch schon die Toten, in Anführungsstrichen, Wachen. Also, Toten in Anführungsstrichen Toten, Wachen. In der Schalterraum. Ja. Damit werden wir den Weg zu den Katakomben öffnen können. Und wie soll das Ding uns dabei helfen? Drehe einfach an diesem Knauf, dann müssen wir nur noch den Eingang zu den Katakomben finden. Ich kann mir aber schon denken, wo der ist. Gut, ich drehe dran. Was war das denn? Da war doch irgendein Geräusch. Der Weg zu den Katakomben sollte nun offen sein. Gehen wir. Warum hat es eigentlich niemals zuvor jemand entdeckt? Es ist jetzt nicht so, dass dieses riesige Tor unauffällig ist. Das ist schon etwas größer. Aber okay, gut. Kann man nichts machen. So, wir gehen jetzt wieder so runter. Die anderen Leute interessieren jetzt nicht so wirklich. Habe ich noch einen Zellenschlüssel? Nee, scheinbar nicht. Ich hätte gerne nochmal die Zelle aufgeschlossen, wo... Ja, genau, hier ist offen. Wo Onel und Chris waren. Aber okay. So. Wir haben es geschafft. Das müssen die Katakomben des Herdtiers sein. Es ist verdammt heiß hier drin. Ob Tracy wusste, dass sich so ein Ort in den Gewölben befindet? Offensichtlich wusste er nicht, wie man den Weg hier öffnet. Sonst wäre er nicht verschlossen gewesen.
Ich denke also, dass er nichts davon wusste. Oh, war falsche Stimme. Egal. Und dann mal los. Wir müssen Marlines Kräfte so schnell es geht erwecken. So, erstmal speichern. Hier ist schon das Tor. Okay, das Tor lässt sich nicht öffnen. So, in die Lava. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Also in so einen Lavasee kann ich nicht rein. Oh, oh, oh. Mitte, was passiert? Irgendwie. Okay, machen wir mal nach unten. Hat sich das jetzt gerade irgendwie verändert? Erstmal nach oben setzen, schauen wir mal rein. Jetzt ist das Ding hier weg. Okay. Okay, okay, okay. Gut, scheinbar hat sich das insofern was verändert. Aha, okay. Gut, dann in die Mitte. Gucken wir mal. Eine Spinne. Na, kämpfen wir. Oder auch nicht. Was sind das denn? Lavakäfer. Und gleich mal daneben. Wow, und sie machen gut Schaden an Erika. Hört ihr mal bitte auf damit. Sprengzahn. Halleluja. Okay, erstmal heilen hier. Hörst du jetzt bitte auf, nur auf Erika zu gehen? Das kann's doch nicht sein. So, tschüss. Mann, ein Heilkraut. Was bringt denn ein Heilkraut? Heilt fast alle negativen Statusveränderungen. Okay, schön. Gute Gegner hier sind schon ganz schön ordentlich. Haha, du kommst nicht durch. Du kommst nicht durch. So, schauen wir mal. Ah, hier geht's nicht rein. Hier ist auch nichts. Ich schaue mich einfach mal ein bisschen um. Was hier noch alles so auf mich warten würde. Okay, hier ist ein Durchgang. Den will ich aber noch nicht anschauen. Hier sind wieder... okay. So komische Dinger. Und da ist eine Medusa. Hallo. Ich denke mal, dass es Medusen sind. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie die heißen. Flammenlamina. Und ich bin verbrannt. Oh mein Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Töte einfach mal eine. Töte einfach eine. Danke. Item, Heiltrank. Hier. Hoffentlich verschwindet der Verbrennungsstatus wieder. So, einfach draufhauen und töten. Und ich glaube, Leute, ich muss trainieren. Oh, wow, Moment. Level up! Yay! So, erstmal Heilwasser saufen. So, hier ist eine Flamme. Kann die mir irgendwas antun? Ja, natürlich kann die mir was antun. Und gleich nochmal. Okay, schön. Was gibt's denn hier? 5-mal Heilkraut erhalten. Um solche Verbrennungseffekte natürlich zu verhindern. Jetzt gehe ich mal durch den Durchgang hier. Und speicher. Die Dinger sind nämlich echt hart. Okay, ist nur eine. Von daher ist es nicht so wild. Einfach draufhauen. Ein bisschen Erfahrungspunkte und Geld aufstauben. Ja, ich kann ja immer mal wieder zurück zum Fred und kann mir wieder Heiltränke kaufen. Die geben ja echt gut Erfahrung und echt gut Geld. So, scheinbar muss ich den Schalter woanders, muss ich den Schalter nach unten setzen. Na. Ein Heiltrank. Ja, ihr braucht die Erfahrungspunkte. Von daher kämpfe ich jetzt auch noch ein bisschen. Und. Oh, ich bin so. Ich werde immer so. Ich fieber immer so mit bei dieser Musik. Das ist. Ah, schön. Naja. Gut. Wieder ein bisschen Geld gekriegt. Ein bisschen Erfahrung.
Aber das ist ganz okay so. So. Aber Leute, ich mache jetzt hier einen kurzen Schnitt. Speicher. Kauf mir Heiltränke und trainiere ein bisschen. Wahrscheinlich nur 1, 2, 3 Level, sowas um den Dreh. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Let's Play Elements Destiny Origins. Ich würde sagen, viel Spaß bis dahin. Ciao.